Weil es ist ja auch echt cool gemacht. Erzähl doch mal hierzu, was, das ist echt faszinierend. was es doch für schöne Geschichten hier gibt. Ich finde, das sieht aus wie ein Föhn. Also ich käme nie darauf, das anders zu interpretieren. Es wurde auch viel fremd genutzt, oder? Ich sag mal, entfremdet. Es ist ein Massagegerät. Also. Es liegt nahe, die Auflegevibratoren der damaligen Zeit sehen aus wie Haartrockner, aber mit Verlaub kann man eigentlich sagen, dass bis heute Auflegevibratoren aussehen wie Haartrockner oder Haartrockner oder dass es einfach so ein sehr gestreamlined ist, wenn irgendwo Schall, Druckwelle oder Pressure rauskommt, das ist dann meistens in Stabform. Das sind Massagegeräte und auch die Ouvertüre meiner Ausführung hier sind, dass ich sage eben, dass die Behauptung, Sexspielzeug würde erfunden worden sein, um die Hysterie zu heilen, ist hanebüchen. Massagegeräte wurden noch nicht mal erfunden, um die Hysterie zu heilen, sondern sie teilen sich eben nur die Elektrizität, also dass man Hysterie in den grausigeren Varianten mit Elektroschock beikommen wollte, ist eine Tatsache und dass die Massagegeräte eben seit dem frühen 20. Jahrhundert auch elektrisch laufen, das ist auch eine Tatsache. Diese Geräte wurden wirklich explizit für die Muskelentspannung, den Muskelaufbau, für Wadenentschlackung, für Durchblutung entwickelt, auch völlig legitim. Nur alles, was rüttelt und schüttelt, führt idealerweise zu einem Höhepunkt und das haben die Menschen natürlich schnell herausgefunden. Und das war aber dann tatsächlich wirklich unter der Hand. Menschen, Ärzte, die die verschrieben und verkauft haben, wurden vom Hersteller angehalten, um Gottes Willen nicht auf diesen Nebeneffekt einzugehen. Und es ist einfach, das ist eine romantische Utopie, dass ein Sigmund Freud an dem Orgasmus seiner Patientin interessiert war. Also man muss sagen, eine bedenkliche Tatsache ist, dass es bis 2020 wahrscheinlich herzlich wenig Männer interessiert, wie es dann mit den Orgasmen der Frau bestellt ist. Also seit den letzten 100 Jahren vergehen Frauen immer selbstbewusster mit dieser Thematik um. Aber dass es Psychologen damals gegeben haben soll, die die Hysterie mit so einer freundlichen, körperlichen, positiven Methode wie Orgasmen herbeiführen, im Sinn hatten, das stimmt nicht. Sag mir doch mal, die Frau Dr. Beck hat das ja jetzt hier alles so ausgewählt. Ja. Habt ihr da mitgewirkt an den Exponaten oder hat sie wirklich so eine illustre Vielfalt zusammengestellt? Ich meine, wenn man jetzt hier rüber guckt, sieht man ja ebenfalls wieder so ein Massagegerät aus den 60er Jahren. Die tun sich nicht viel. Ja, hier ist so ein bisschen ja, 20er, ja? 30er, 50er, 60er. Ich gehe mal aus dem Bild. So. Also Frau Dr. Beck besitzt mehrere hunderte Exponate. Und die Horderin und Sammlerin in mir hätte sich natürlich auch gewünscht, dass wir hier alles zeigen. Aber Bianca war sehr wichtig, dass wir eine sehr strukturierte, professionelle Ausstellung haben, dass wir hier 12 Stationen haben, dass alles, was wir hier sehen, ist entweder durch Text, Bild oder Filmmaterial belegt, dass es auch als solches benutzt wurde. Ich wurde auch schon gerügt, so dass ein und andere während des Lockdowns auf eBay erstandene Exponat darf ich hier nicht zeigen. Ah, ist es wirklich so? Ja, und da bin ich so ein bisschen, also muss ich drauf bestehen. Also die Wahrscheinlichkeit halber, dass man ein Massagegerät, wenn die genauso aussehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide für den erotischen Gebrauch benutzt wurden, relativ hoch, wage ich zu behaupten. Aber man kann, also wir, Bianca Müllner, war sehr wichtig, dass alles, was wir hier zeigen, ist wirklich faktisch belegt. Wie gesagt, durch Text oder Bild, dass auch die Exponate, die wir haben, auch erotisch eingesetzt wurden, weil sie natürlich offiziell keine sind und deswegen ist dann der schmale Grat, ob man dann nun auch tüdelt oder die Wahrheit sagt, dann vielleicht gar nicht so kurz. Aber das ist nämlich auch unsere kleine DDR-Sektion. Ja, Bezug lass darauf. Uns da ruhig hingehen. Wir gehen in die DDR-Sektion. Hier sieht man noch Frau Use, die auch maßgeblich für viele Dinge verantwortlich mitgestaltet hat. Ja. Mag man sehen, wie man möchte. Hier ist die DDR-Abteilung. Wie muss ich mir das vorstellen? Das sage ich mal, der elektrische Rasierapparat Bebo Scheer, die Kaffeemühle oder der Moorfattler oder der Komet sind, ich finde, ein ganz schöner Querverweis dazu, dass genau wie damals, wo Massagegeräte fremd genutzt wurden, so hat auch die DDR nicht die Möglichkeit gehabt, sich dem Westmarkt damals zu öffnen. Man war säkulär, man war sexuell durchaus ein bisschen offener als die Menschen in der BRD, aber natürlich alles aus dem Westen war verpönt als dekadent und so mussten die Menschen auf andere Geräte zurückgreifen. Und in dem Fall der elektrische Rasierapparat, der mit der Plastikhülle auf der Klinge
ein effizienter Auflegevibrator ist. Es gibt immer wieder Gäste, die mich fragen, warum man oder wie man sich denn dann nicht verletzt hätte. Und da ist dann immer so meine Bemerkung, ich möchte diesen Menschen den Führerschein wegnehmen, weil sie offensichtlich zu dusselig und unbeobachtend sind, um am öffentlichen Verkehr teilnehmen zu sollen. Weil, wie gesagt, die Plastikhülle, die da drauf liegt, ist ein ganz patenter Schutz eigentlich. Sollte man meinen. Aber ich habe ja jetzt auch, es gibt eine Doktorarbeit über einen Staubsauger und da steht dann auch, gibt es Berichte, wie die Firma extra die Hydraulik verlagert hat, damit nicht so viele Pinsel zerrissen werden. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ja, nee. Viel Trauma. Aber was ich, nein, wir brechen das ab. Ich will dieses Kopfkino nicht. Murfattler. Mal ganz ehrlich, das ist eine Flasche Wein. Ja, der Murfattler, Gott sei Dank, ist so eine Flasche Wein. Als ich das hier damals ausgepackt habe, dachte ich bei dem Wort Naturdessert zuerst, oh Gott, haben die Rumänen Urin da reingeschüttet. Nein, es ist ein süßer Dessertwein und der war deshalb so beliebt, hatte den Spitznamen Büchsenöffner, Haxenspreizer oder Dosenöffner und er wurde benutzt als Dildo wegen des Flaschenhalses. Weil er so schön lang und dünn ist, richtig? Ja, weil genau das ist, was man als Präferenz hat für Penis. Weiß ich nicht. Aber, ne? Ja. Also er muss ja seinen Anklang gefunden haben, weil sonst hätte er jetzt hier nicht im Regal gestanden, oder? Ja, das ist wohl so gewesen. Und da habe ich natürlich auch Gäste, die fragen, wie man denn dem Unterdruck entgangen ist. Und da ist meine einzige Antwort, viele Servietten im Flaschenhals oder eine zweite Flasche. Oder ein Korb. Ja, da waren, ich bin also immer wieder bei den Führungen, wir haben uns darauf geeinigt, dass das nicht sicher. Funktioniert? Es hat niemand getestet, aber ich glaube, das Korken auf einer leeren Flasche also und Reibebewegung, das stelle ich mir gar nicht so ungefähr vor. Nee, ich glaube auch, das ist... Zweite Flasche. Also da sind, glaube ich, Anna und ich uns auch einig, wir sind nicht so auf Spielzeug. Wir lieben eher die Natur. Oder? Das klingt jetzt nach Zucchini. Nein! Ich kokettiere damit, dass mein Lebenspartner, Lebende. Mein Lebenspartner ist mein... Ja. Spielzeug ist er ja nun auch nicht, aber die Berührung durch meinen Partner ziehe ich dem der Maschinen vor. Aber da muss ich mich auch sehr vorsichtig ausdrücken. Natürlich ist Self-Love und die Berechtigung ist absolut wichtig. Und die gibt es ja auch schon ewig. Also, ja, aber also die Selbstverständlichkeit gibt es noch nicht so ewig. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Es wurde hinter verschlossenen Türen und hinterm Vorhang gern getan. Man hat nicht drüber geredet, man hat es dann für sich. Ja, aber das ist dann ja der Unterschied zu der modernen Gesellschaft eben. Und heute kann man halt auch mal drüber reden. Ja, ich weiß, also wie und wo und wann, das ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Thematik, aber grundsätzlich ist die in der Frauenbewegung oder in der Selbstverständlichkeit, dass die Erotik auch wirklich autark gut funktioniert, das ist sehr neu. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, dass wenn ich von Taxifahrern oder Imbissbesitzern gefragt werde, warum ich nicht verheiratet bin oder kinderlos geblieben bin, wenn die das dann zufällig noch mitbekommen und ich in eine Defensive gehe. Ich habe natürlich meine selbstbewusste Antwort darauf. Das mit dem Heiraten wäre eine Sache relativ leicht vielleicht noch gewesen, aber ich bin unfreiwillig kinderlos geblieben. Und damit souverän umzugehen, fällt mir nicht so leicht. Und dasselbe gilt vielleicht auch für eine freigelebte Sexualität. Da merke ich, dass den Damen, die Anfang 20 sind, die kommen in einer anderen Selbstverständlichkeit. Und das ist ja oft so, man wird ja vielleicht auch nur Dinge angesprochen, die dann die Achillesferse von einem sind. Mhm. Und so ist es, weil ich so unglücklich vielleicht darüber bin, dass ich keine Familie gegründet habe, ist das die Aura um mich herum und provoziert die Frage. Und wäre es gar kein Thema, würde vielleicht auch niemand drüber stolpern. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.